Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner Tarotkartenlegung für die erste Monatshälfte des März, also den Zeitraum vom 1. bis 15.3. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und das ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Sie passt nicht für jeden und du darfst dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen. Und den Rest, den lass beiseite. Ich habe hier Drawing Down the Moon. Das Wissen. Ja, und in dieser Karte geht es einfach darum, dass wir uns mit unserem intuitiven Wissen verbinden. Und wir schauen auch gleich noch weiter, was noch für dich kommt. Ich habe hier den Blutmond, die Courage, den Mut. Ja, das ist schon mal ein interessanter Einstieg für den Schütze und wir schauen auch direkt weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe drei Karten. Die erste ist wieder eine Aufgabe, ein Thema, eine Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Und wir haben hier den Gehängten, die sieben der Stäbe und das Ass der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass für dich wie so ein bisschen eine Zwangspause angesagt ist. Eine Zwangspause gibt uns immer die Möglichkeit, hier auch in so eine Art Zustand der Selbstreflexion zu gehen. Und wenn wir in so einer Auszeit sind, auch wenn das eine Zwangspause ist, die uns möglicherweise ungelegen kommt, dann haben wir die Zeit, die Antworten zu finden, die wir suchen. Diese Karte sagt, du hast noch nicht die Antwort auf alle deine Fragen und du weißt noch nicht alles, was du wissen musst, was aktuell für dich wichtig ist. Also nimm dir die Zeit, ja, die Seele baumeln zu lassen, dich vielleicht auch mal, ich sage jetzt im positiven Sinne, einfach mal ein bisschen hängen zu lassen, ja, einfach mal diesen Alltagsstress locker zu lassen. Wir Menschen, wir haben ganz oft einen sehr toughen Zeitplan, wo je nachdem, wer es eben ist, wir sind in einer allgemeinen Legung, nicht jedes Leben ist gleich, aber das eine Leben ermöglicht mehr Freiräume und das andere eben weniger. Und oft ist unser Zeitplan gerade unter der Woche auch sehr, sehr streng angezogen, ist am Wochenende manchmal genauso streng angezogen, wenn es eben dann um den Freizeitstress geht, um das Freizeitprogramm, um alles, was man eben tun möchte, erledigen möchte, wie auch immer. Und von dem her ist es eben wichtig, dass du dir Freiräume schaffst, in dem dein Geist zur Ruhe kommen kann, ja, und ich sehe, dass hier irgendetwas beschäftigt dich, ja, irgendetwas wühlt dich innerlich auf und das Gute hier in der Fünf der Stäbe ist immer, dass diese Männer, sie kämpfen ja nur mit Stöcken und nicht mit Schwertern, das ist das Gute an der Fünf der Stäbe, das heißt, es geht hier eigentlich um Wachstumskonflikte, um Weiterentwicklungskonflikte. Ja, vielleicht weißt du nicht, wie es weitergehen soll oder wie du dich verbessern kannst in der Zukunft, wie mehr Wachstum möglich ist oder du dein Leben in eine positive Richtung lenken kannst. Ja, und ich ziehe jetzt gerade mal noch eine zweite Karte hier auf die mittlere Karte, auf den Rat der geistigen Welt. Ja. Und die Antwort auf deine Frage ist auch nicht ganz so einfach, ja. Die Antwort, wie es hier weitergeht, ist durchaus schwierig und konfliktbeladen, einfach auch, weil du an Dingen festhältst, ja. Die Vier der Münzen ist immer eine Karte, wo wir sehen, er ruht sich auf dem aus, was er erreicht hat, ja. Weigert sich vielleicht ein Stück weit, sich weiterzuentwickeln oder möchte etwas, was er erreicht hat, was er sich verdient hat, nicht gleich wieder hergeben. Ja, es gibt unzählige Gründe, warum wir Menschen an Dingen festhalten. Manchmal ist so ein Festhalten ja auch einfach eine Pause, wenn man um etwas gekämpft hat, wenn man etwas erreicht hat, dass man sagt, gut, jetzt habe ich mich so schwer darum bemüht, jetzt möchte ich das auch erstmal genießen, bevor es wieder weitergeht. Ja. Und wir Menschen weigern uns auch oft zu wachsen und uns weiterzuentwickeln, wenn einfach eine Position zu bequem ist.
Ja, wenn wir es irgendwo zu bequem haben, wenn wir es in einer Beziehung zu bequem haben, wenn wir auch es in einem Job zu bequem haben. Und damit meine ich, dass eben viele Jobs ein sehr gutes Sicherungsnetzwerk hintendran haben. Ja, also ich habe in meiner therapeutischen Arbeit, auch in meiner Arbeit als Berater, als Coach, oft mit Menschen zu tun, die so diese typischen 100% sicheren Jobs haben. Ja, wo man nicht gekündigt werden kann, wo man Krankengeld bekommt, wo man Weihnachtsgeld bekommt, wo man x Vergünstigungen bekommt vom Arbeitgeber. Das sind auch ganz oft Jobs im öffentlichen Dienst, die eben sehr sicher sind. Und was ich aber oft erlebe, ist, dass die Leute sich dort wie gefangen fühlen. Ja, dass auch die Kollegenstrukturen sehr, wie soll ich sagen, sehr toxisch sind teilweise, sehr toxisch sind, und sie haben aber nicht den Mut, dort rauszugehen, weil dieser Job, also diese Bequemlichkeit und diese Sicherheit, die der Job verspricht und ja auch definitiv hat, ohne Wenn und Aber, das ist einfach zu groß. Und das ist eben oft der Grund, warum die Leute nicht ausbrechen, sich nicht weiterentwickeln und dann eben beständig in einem Konflikt mit sich selbst sind. Und es gibt tausend andere Beispiele, warum wir an Dingen festhalten, warum wir an Beziehungen festhalten, an Freundschaften festhalten, ja, an irgendwelchen anderen Dingen, die uns vor allem auch Sicherheit geben, festhalten. Und das macht uns eben ein Stück weit unbeweglich. Und wenn wir unbeweglich sind, dann können wir uns nicht so weiterentwickeln. Und ich sage das Ganze, weil hier ja auch der Blutmond liegt, mit dem Mut und das Ass der Stäbe, einfach eine sehr hohe Energie, gefolgt vom Ass der Kelche. Ja, also hier liegt eigentlich eine Möglichkeit auszubrechen und dich wirklich auch erfolgreich weiterzuentwickeln. Und ihr wisst, ich gebe in den Videos keine persönlichen Ratschläge. Ich sage hier niemandem, häng deinen sicheren Job an den Nagel. Aber möglicherweise kannst du dich ja auch in der Sicherheit noch entwickeln. Ja, irgendwie schauen, dass sich etwas verändert, dass sich etwas weiterentwickelt. Für den einen oder anderen mag es richtig sein zu sagen, ich breche aus, weil ich kann nicht mehr atmen. Ja, das kenne ich auch. Ich kenne auch Leute, die haben die todsicheren Jobs an den Nagel gehängt und sind irgendwohin aufs Land gezogen, weil sie gesagt haben, hier, ich kriege keine Luft mehr. Das ist immer ganz individuell. Und es gibt kein Patentrezept für jedermann. Und ja, was ich eben hier sehe, ist, es ist nicht ganz so einfach, aber hier ist wie so ein Lichtblick, wie etwas, was auf wahnsinnig fruchtbaren Boden fällt, was Licht bringt, was Hoffnung bringt, was Veränderungen bringt. Ja, so eine richtig zündende, schlüssige Idee, die aber Mut braucht, um etwas zu verändern. Und wie gesagt, jedes Leben ist anders und du darfst einfach schauen, wie sich diese Chance zur Veränderung, dieser Impuls in deinem Leben zeigt. Und ich empfehle dir, dir darüber bewusst zu werden, an was du festhältst. Denn wenn wir uns etwas bewusst sind, dann kann man damit arbeiten. Und die Karten sagen, es ist nicht so einfach, solange du so doll festhältst. Und möglicherweise kannst du ja einfach so ein bisschen deinen Griff lockern. Und wir haben hier den Tiger, das göttliche Timing. Und der Tiger sagt, die guten Dinge kommen zu denen, die warten können. Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass du schon lange genug wartest und dass es jetzt schon langsam auch für dich an der Zeit ist. Ja, lieber Schütze, soweit ein Blick in die Karten für dich in die erste Monatshälfte im März. Ich hoffe, meine Worte waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Ich freue mich über Likes und Kommentare, wünsche dir einen guten Monatsbeginn. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.